Fans, ich bin die Rahel. Heute möchte ich euch ein ganz besonderes neues Farbwunder vorstellen, und zwar den Red Mutzel Tetra. Im Lateinischen heißt der Fisch Hyphisobrycon Mutzel Red Cherry. Allerdings ist die Beschreibung noch nicht fertig. Da der Fisch ganz neu im Handel ist, sind die Leute noch dabei, den zu beschreiben. Der Red Mutzel Tetra kommt aus Brasilien. Wir haben hier heute eine Nachzucht dabei. Die wurde von dem Wildfang direkt nachgezüchtet. Er ist sehr friedlich. Typisch für die Salmler ist er lieber in Bodennähe unterwegs und versteckt sich auch gerne zwischen den Pflanzen. Jetzt kommen die Fische langsam raus. Sie haben gemerkt, es gibt was Leckeres zu fressen. Da sind sie auch gar nicht so wählerisch. Wichtig ist, dass man die Fische in einer Gruppe hält. Am besten sollten es so 8 bis 12 Tiere sein. Je nachdem, wie groß das Becken ist, sollte man die Größe der Gruppe anpassen. Bei der Ankunft war der Fisch noch sehr orange, etwas blasser in der Farbe. Aber wir haben gemerkt, dass er nach ein paar Wochen wurde er immer roter und die Farbe wurde immer kräftiger. Das ist auch das Besondere, was diesen Fisch auszeichnet. Diese starke rote Färbung gibt es so nicht so häufig bei den Salmlern und dadurch bildet sich auch ein sehr, sehr schöner Kontrast zwischen den Pflanzen. Wie ihr seht, ist unser Aquarium hier auch sehr stark mit Pflanzen ausgestattet, Wurzeln, Holz und verschiedenen Steinen. Und dadurch kommt der Fisch besonders gut zur Geltung und bildet die Farbe umso besser aus. Bei dem Red Mutzel Tetra haben wir tatsächlich einen Geschlechtsunterschied zu erkennen. Die Weibchen sind ein wenig kleiner und heller in der Farbe, die Männchen dafür größer, kräftiger und haben auch im Alter einen leicht schwarzen Rand um die Flossen herum. Da der Fisch noch nicht beschrieben ist, haben wir leider noch keinen Gattungsnamen. Was den Fisch natürlich auch sehr interessant macht, ist, dass wir noch nicht wissen, um welche Art genau es sich handelt. Es könnte sich um den Hyphisobrycon handeln oder aber auch um einen Hemigrammus. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, wem der Fisch mehr ähnlich sieht, dann müssen wir uns leider noch auf die Beschreibung gedulden. Was die Vergesellschaftung betrifft, ist dieser Fisch nicht sehr kompliziert. Er kann mit Welsen, Corydoras, aber auch mit Zwergbuntbarschen und Lebendgebärenden vergesellschaftet werden. Er ist sehr friedlich, aber auch ein sehr ruhiger Fisch. Die Beobachtung dieses Fisches lädt zum Entspannen ein. Wenn ihr also mal nach einem anstrengenden Tag von der Arbeit kommt, ist dieser Fisch genau das Richtige für euch, sich einfach davor zu setzen und den Fischen zuzuschauen und sich zu entspannen und zu relaxen. In der Anfangszeit nach dem Einzug bevorzugt dieser Fisch Frost- und Lebendfutter, aber nach ca. 2-3 Wochen nimmt er auch problemlos Trockenfutter an, Flockenfutter oder weiches Granulat ist gar kein Problem. Da die Fische noch nicht lange im Handel zu bekommen sind, ist noch nicht sehr viel über die Wasserwerte bekannt, aber es ist ein Salmler aus Südamerika und der bevorzugt weiches Wasser, ein pH-Wert von 6,4 bis 7,2. Es gibt einige Aquarianer, die diesen Fisch bereits erfolgreich nachgezüchtet haben und wir hoffen, dass das so weitergeht und der Fisch dadurch auch häufiger im Handel zu bekommen ist. Die Brutpflege ist leider nicht vorhanden, das heißt, die Eier werden abgelegt, befruchtet und danach müssen die Alttiere wieder entfernt werden. Aber ihr könnt uns gerne in die Kommentare schreiben, ob euch das schon gelungen ist und wie ihr das vollbracht habt. Ich habe euch jetzt einiges über diesen Fisch erzählt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und mit der Zeit werden wir bestimmt noch mehr Informationen über diesen Fisch bekommen. Damit gehen wir jetzt zum Haltungscheck. Die Weibchen werden 4 cm groß, die Männchen 4,5. Die Mindestbeckengröße beträgt 60 Liter, umso mehr, umso besser. Die Fische legen Eier, es gibt leider keine Brutpflege. Die Fische gehen an Granulat, Lebendfutter und Frostfutter. Sie kommen aus Südamerika, Temperatur 20 bis 26 Grad, pH-Wert 6,5 bis 7. An Deko mögen sie Pflanzen, Holz, Wurzeln, das Becken darf gerne gut strukturiert sein. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, abonniert gerne den Channel. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, um nichts zu verpassen. Und ich danke euch fürs Zuschauen. Tschüss!